Damen und Herren, unser unbekannter Bekannter, der Ettore Cella. Und zu diesem brisanten Thema haben wir uns erlaubt, eine Mini-Meinungsumfrage zu machen, Herr Cella. Ja gut, da bin ich gewundert drauf. Ich habe offensichtlich den gleichen Lehrmeister wie der Herr Cella. Und mein Lehrmeister hat mir immer den Herr Cella als schlechtes Beispiel angestellt und hat immer gesagt, ich sei auch so ein Spinner und habe immer nur ein Theater im Kopf und aus mir werde ich sicher nie einen Glasbläser geben. Und ich möchte gerade sagen, ich hatte immer ein bisschen Angst vor ihm. Und er hatte immer so ein absolutes Urteil. Er konnte sich begeistern von irgendetwas oder dann hat er es verdammen und nein, ist das für ihn gewesen. Also wehe, wenn man unter das Nein gekommen ist. Er ist außerordentlich spontan und hat die positiven Eigenschaften von einem Südländer. Er ist nicht langweilig. Man hört es auch immer, wenn er vorgefahren ist, noch zur Arbeit, wo ich neben ihm gewohnt habe. Also da habe ich dann keinen Wecker gebraucht. Er hat einfach eine Art zu starten, wo man dann also ziemlich genau weiss, aha, das ist jetzt Cella-Manier. Er ist ein überbordender Typ und man muss sich an ihn wahrscheinlich auch gewöhnen. Ja, er hat zum Beispiel nicht vertraut, wenn man ihm gesagt hat, also die Laborantin oder irgend so gesagt haben, Ettore Cella, da hat er das schon mehr vor. Da hat er gesagt, ja, also die Schweizer können nicht einmal seinen Namen richtig aussprechen. Man muss halt sagen, Ettore Cella. Wie er sich engagiert hat in sozialer Hinsicht und in sozialdemokratischer Richtung. Was für ein Buch würden Sie ihm schenken? Vielleicht das Buch von Picasso. Playboy. Ich habe ihm eins geschenkt, das heisst, er hat es nicht mehr umgekehrt. Wissen Sie, welches Buch das war? Ja, ich weiss es genau. Das ist ein Buch, das ein Blinder geschrieben hat. Aha. Und warum haben Sie es nicht mehr umgegeben? Ja, ich habe gesagt, soll ich es Ihnen umgeben? Ist nicht nötig, ist nicht, wie man es so sagt. Und dann war es nicht nötig. Also ein paar Mal habe ich das Gouverne reingetan, das will ich die Pfarrhaus verbringen. Und dann habe ich gedacht, ja, nein, ist nicht nötig. Lass es bleiben. Aber und Sie sind ja eine Sammlernatur sowieso? Ich sammle, ja. Nur nicht andere Leute Bücher. Das natürlich. Das nicht. Aber Sie sammeln Bilder, habe ich. Ja, ich sammle Bilder, wenn man mir schenkt, sofort. Ah ja, ist das eine stille Aufforderung jetzt? Ja, ich meine, so vermögend ist man ja nicht, dass man Sammlungen machen kann wie der Reinhardt oder andere. Mhm. Aber ich habe gerne von Freunden Bilder. Der Dürermatt hat mir jetzt eins versprochen, er lässt mich hängen, jetzt muss ich halt zu einem gehen, es rausholen. Ja. Herr Cella, Sie sammeln auch Kritiken von sich selber? Ja, ich habe früher alles gesammelt, was es über Theater rausgekommen ist. Nicht nur von mir, auch von anderen Sachen. Ich habe gesammelt die ersten Fernsehkritiken alle, die es gegeben hat, auch in Deutschland, wo ich gearbeitet habe. Ich bin eine Sammlernatur, ja, ich sammle. Aber werden Sie das je wieder anschauen, so Kritiker? Oder ist ja. Nein. Werden Sie sich dann in Ihrem Raum besonnen? Nein, es ist nicht nur Raum. Ja, es hat viel Verriss dabei. Ist wahr? Ja. Welches ist das Schlimmste gewesen? Der schlimmste Verriss war vom Herrn Wullenberger. Und berechtigt in Ihren Augen? Gar nicht. Das Publikum hat ihm vollkommen. Er hat geschrieben, ich habe gemacht, Biedermann und Brandstifter. Die haben mir gesendet am Fernsehen, und zwar deutsch, mit einer ganz hochvorragenden Besetzung. Und das hat jemand damals Konsozahlen gemacht, so 25 plus 3. Das war nicht gut damals. Und dann habe ich einfach. Ich bin aufgeworfen und habe gesagt, Gott, für den Schutz, das ist doch gut. Wieso interessiert sich Schweizer Volk nicht über den Frisch, der ein Schweizer Autor ist? Dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich es Berndeutsch. Und habe das Berndeutsch übersetzen lassen und habe eine berndeutsche Besetzung gemacht. Und der Zess Kaiser hat übrigens mitgespielt dort drin. Er hat da den Gangster gespielt, der eine Kellner. Und dann haben wir es gespielt am Fernsehen, haben wir es gemacht auf Berndeutsch. Wunderbar. Ich hatte da Lehrer aus Bern, die haben den Chor gemacht. Das Auge von der Sonne, das Auge, das war doch so schön im Klang. Das haben wir gemacht und haben 54% plus 8 bekommen. Also dreimal so viel Erfolg wie das gleiche Stück Deutsch. Und dann ist es verrissen worden?
Und dann ist der Herr Wullenberger gekommen und hat gesagt, wir haben das gesehen von Herrn Celler. Nein, so nicht, Herr Celler. Aber Sie vertragen das? Ohne ja, ja, als Künstler muss man alles vertragen. Man kann ja nicht allen Leuten gefallen. Nicht. Man muss froh sein, wenn man immer wieder eine Bestätigung findet in der guten Arbeit. Das habe ich gefunden. Sie sagen, als Künstler, Sie sind ja ein sehr talentierter Allround-Künstler, kann man sagen. Mhm. Sie machen ja sehr viel. Was gibt es alles, was Ihr Schauspieler, Regisseur... Alles, was mit Theater zu tun hat, das heißt? Habe ich gemacht. Da gehört dazu. Alles, was Spektakulum ist, das ist mein Beruf. Also auch Regieassistent? Regie, so. Übersetzen, Theater, Regieassistent. Ich habe angefangen, ich habe Produktionsleiter gemacht, ich habe Dialogregisseur gemacht, wenn der Regisseur nicht Schweizerdeutsch auch können oder Deutsch. Alles, was zum Aber dazu gehört. Wenn man so viele verschiedene Sachen macht und sich also doch nicht auf eins spezialisiert oder konzentriert, haben Sie denn nicht das Gefühl, dass man sich sehr verzettelt und dass einem vielleicht der Ruhm auf einem Sektor ein bisschen verloren geht? Ja. Ich war nie ruhmsüchtig. Mir hat es gelangt, wenn ich am Abend können mir selber sagen, das war ein schöner Tag, du hast gute Arbeit geleistet. Und da bin ich zufrieden gewesen. Ich war nie ruhmsüchtig. Wissen Sie, wenn man ruhmsüchtig ist, muss man sich verkaufen. Dann muss man ganz bestimmte Sachen machen, die der Markt verlangt. Und ich bin aufgezogen worden von Eltern, die Freiheit geliebt haben. Und meine Mutter war sogar ein bisschen anarchistisch. Und das war mir grundlegend. Ich habe mich auch am Theater nie binden. Ich habe darum nie. Ich habe 20 Jahre im Schauspielhaus mitgemacht. Ich habe nie einen Vertrag gehabt. Mhm. Der erste Vertrag war das Fernsehen, weil die haben wollen. Der Haas hat wollen, dass ich einen Vertrag mache, der Direktor. Und das ist. Und da bin ich auch schon 43, 42 gewesen. Habe ich gesagt, ja, nur einmal musst du halt deine Freiheit opfern. Aber ich habe es immer so gerichtet, ich habe sofort mit dem Vertrag einen Brief bekommen, dass ich auch auswärts arbeiten darf. Weil das, ich finde, das ist gut gewesen. Konfrontation, dass man nicht immer. Ich sehe doch, wie alle zusammen leiden, die dann fest in einem Vertrag hocken und 10 Jahre lang das Gleiche machen müssen. Und dann kommen sie nach 10 Jahren und müssen dann zum Psychiater gehen. Das wollte ich nicht. Haben Sie denn irgendetwas besonders gerne gemacht auf diesen vielen Sektoren? Sie haben ja Übersetzungen gemacht. Ja. Gibt es irgendetwas, wo Sie jetzt spontan sagen? Sie sind ja spontan, wie man gehört hat. Ja. Ich habe eigentlich alles gerne gemacht. Ich mache immer das gerne, was ich gerade mache. Was machen Sie jetzt im Moment? Sie sehen es, da oben habe ich mich verletzt. Ich mache jetzt eine medienkritische Heidi-Angelegenheit. Und dann musste ich auf den Berg auf und dann haben die Sonnenbuben gesagt, und ich gesagt, wo sind denn die Rinder, die man filmen müssen? Haben sie gesagt, da oben. Und dann bin ich halt raufgelaufen und da war so eine Halde. Und dann habe ich nicht mehr können, es war einfach zu viel mit meinem Bein. Und dann haben sie gesagt, wo sind sie denn die? Ja, das ist nur 20 Minuten da. Und dann ist man rausgegangen. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt warte ich halt. Und dann, wo sie runtergekommen sind, haben wir das Interview gemacht. Ich bin übermüdet und dann bin ich halt umgekehrt und bin da gegen eine Gras. Ich habe gemeint, es war ein Grasbüschel, aber es war ein Fels. Ich bin ich dran angetatscht und dann hat es mir da alles aufgerissen. Dann haben sie mir noch eine Abend, bin ich dann, wir haben weitergearbeitet. Und es hat dann alles schön getrocknet, hat furchtbar ausgesehen, also wie ein richtiger rauer Mord. Da, also, die haben mir dann so ein Liebli auf den Kopf gedruckt und dann ist es also gut gegangen. Und was ist das, ein medienkritisch? Medienkritisch über Heidi. Wir wollen eine Heidi nicht vermasseln, das Kind. Das ist ein schönes Geschichtchen, ein Märchen, ein Traum. Wir wollen ihnen aber sagen, dass wenn sie in den Berg hineinkommen, dass sie nicht dann unbedingt überall ein Heidi finden, das jodelt und ein Geissli, das da steht und nicht macht, sondern dass die Geissbuben am Morgen um 3 Uhr aufstehen und dann müssen mit der Herde los und die Kühe abtreiben. Am 7. Uhr, dann, wenn die Mutter und der Vater Käse haben, kommen sie anfangen zum Morgenessen. Dann müssen sie zu der Rinderherde rauf. Auch wieder eben, gerade da hinten. Es war 3/4 Stunde da hinten. Und dann müssen sie die Rinder zählen. Und schauen, und das sind sehr weitläufige Alpen. Und wenn es Nebel hat, und so ist es nicht gerade angenehm für die Kinder. Es ist eine Kinderarbeit? Es ist eine Kinderarbeit, ja, aber in der Ferien müssen sie halt das machen. Was hat Sie denn bewogen zu dem? Eben, dass man den Kindern sagt, wenn ihr Heidi anschaut, müsst ihr wissen, dass das ein Märchen, ein Traumbuch ist, dass die Realität anders ist. Das soll man den Kindern ruhig sagen. Mhm. Aber man soll nicht das Heidi vermasseln. Mir hat es auch gefallen, das Heidi damals. Ich lasse mir es nicht vermasseln. Auf Ihre Kindheit zu kommen, Sie haben eine sehr enge Beziehung zu Ihren Eltern gehabt. Ja. Sie leben aber, wie ich weiß, mit einem Freund zusammen. Ja.
Für eine italienische Familie ist doch das eigentlich sehr seltsam. Nein, der Freund hat ja schon in unserer Familie, ist ja schon bei uns gewesen. Ja, ja. Aber ich meine, dass Sie selber nicht das Bedürfnis nach einer Familie haben, haben Sie das nie gehabt? Nein, das habe ich nie gehabt. Nein, nein. Mhm. Wahrscheinlich auch aus Freiheitsdrang, ich lasse mich nicht binden. Herr Cella, als Kind haben Sie irgendwann einmal das Bedürfnis gehabt, zum Theater zu kommen wahrscheinlich, und haben wie angefangen? Wir sind an der Badenerstrasse, dort, wo die Bellglocke jetzt steht. Das ist ein riesiges Gebäude mit dem Bell drin. Und dort hat es ein altes Bauernhaus und einen grossen Baumgarten dahinter. Der ist so gross, dass die Wiedeker Kilbe bei uns im Garten stattgefunden hat. Damit. Und in diesem Garten hat es noch eine Schür. Und in dieser Schür hat es hinten so Pföste gehabt, so dicke Stämme, die rausgekommen sind. Und dort haben wir können ein Trapez anmachen und dort haben wir Zirkus gespielt. Und dann haben wir so vom März nach Blachen gehabt. Und die Blache haben wir als Vorhang benutzt. Wir haben schon als Kinder Theater gespielt. Mhm. Und das ist früher losgegangen. Und als das Volkshaus eröffnet worden ist, hat der italienische Dramatische Verein einen Bub gebraucht für einen Tolstoi. Das heisst La Fame, der Hunger. Und dort habe ich als 4-, 5- oder 6-Jährige schon eine Kinderrolle gespielt. Und das Theater hat mir immer gefallen. Wir haben etwas von Ihnen, wo Sie einmal vorgesprochen haben. Und zwar, ja, wir haben einen Film ausgegraben, wo Sie sich haben präsentieren müssen. Und da werden wir Ihnen jetzt schnell zeigen. Und ich war froh, wenn Sie uns schnell erklären könnten, was da eigentlich für Sie die Aufgabe war. Ah, darf ich reinreden? Ja, selbstverständlich. Das war... Als ich Alcanto del Cucu gedreht habe im Tessin, habe ich dort eine Rolle gespielt und dann ist Jacques Feder und François Rosé ins Tessin gekommen und die haben einen Italiener-Typ gesucht, der aber Französisch reden mit italienischem Akzent. Und dann haben sie mich abgeholt und haben mich da angefangen zu verkleiden. Sie haben mir, dort haben sie mir zuerst gedacht, weiss nicht, da ist es schon weg. Dort war es Mode, dass man so ganz tolle Schulter hat. Dann haben sie mir da einen Haufen Watte reingesteckt. Und dann hat der Feder gesagt, nein, das sieht ja aus wie der Frankenstein, weg mit dieser Watte. Und das ist die Probeaufnahme, die wir in Locarno gemacht haben, wo sie mir da Krüseli gedreht haben. Mit, so meine eigenen Haare noch. Ja. Da haben sie mir Krüseli gedreht, so vorne ein bisschen. Und da haben mich verschiedentlich angelegt, um zu schauen, ob ich die Rolle spielen kann. Und ich habe sie dann bekommen. Mhm. Herr Cella, wir haben ja abgemacht, dass wir in dieser Sendung jemanden einladen, respektive dass Sie jemanden einladen dürfen. Ja. Und es war Ihre freie Wahl. Wer haben Sie eingeladen? Wer dürfen wir jetzt begrüßen? Susi Draxler. In dem Moment sehe ich Sie schon dort hinten stehen, Susi, ja. Susi Draxler. Susi, hallo. Jetzt muss ich natürlich wissen, wieso gerade Susi Draxler? Susi war eine Freundin gewesen, ja, von Anfangszeiten vom Theater. Und man will keine Jahreszahlen nennen. Ja. Sonst kann man nachrechnen. sie war immer meine Begleiterin und Freundin gewesen und hat immer ein bisschen zu mir gehalten und zu mir gehört. Wir haben zusammen hoch und tief im Theater erlebt, ja, gell, Susi? Ja. Wir haben im Leben hoch und tief erlebt und wir kleben immer noch ein bisschen aneinander. Sie haben ja zusammen einen Film gemacht. Mhm. Wie ist das mit dem Herrn Cella zusammen zu arbeiten? Er ist ja sehr ein explosiver Mensch. Lustig ist es vor allem, sehr lustig. Ja. Ja, ich wollte zuerst noch sagen, wie ich ihn überhaupt meine Beziehung zu ihm entstanden ist. Das war ganz rührend. Da bin ich noch in die Theaterschule gegangen und musste meine erste Prüfung ablegen und war furchtbar aufgeregt. Und habe eigentlich nicht viele Leute kennt. Und am Abend, als ich in die Garderobe gekommen bin, da habe ich Statisterie gemacht, ist ein Päckchen Frigor auf dem Tisch gelegen. Und das war damals einfach etwas ganz Tolles und Sensationelles und ein ganz grosses Geschenk. Schokolade ist rationiert. Jawohl. Mhm. Und dann habe ich... Und da hat eigentlich meine Liebe für den Ettore angefangen. Mit einem Täffel Frigor. Mit Schoki. Was auch typisch ist, weil er eben so gerne Süßes hat. Ja, man sagt ja, die besten Männer sind die, die gerne Süßes essen. Ah ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, und wenn Sie, wo Sie zusammen geschafft haben, ich meine, wie ist das? Hat man eigentlich eine Chance als Schauspieler,
Nein, ich habe nie als Schauspieler doch, im Film. Nicht im Film. Nicht im Film, nein, im Fernsehen. Im Film hatten wir andere Beziehungen miteinander gehabt. Entweder bin ich Skript und er war Schauspieler oder aber er war Regieassistent. Und ich, was bin ich? Kindermeidli. Du bist Gouvernante vom Heidi und vom Peter. Heidi und mit dem Peter. Die alten, die beiden alten Heidi-Filme. Ja. Durch das wieder die Verbindung jetzt. Ja, ja, ganz klar. Ja. Und dann er, und was als Schauspieler, also ich habe zwar das nicht bei dir gemacht, aber er hat vorhin gesagt, man müsse also Kritik vertragen. Und er verlangt das aber offenbar auch von anderen Leuten. Ich mag mich erinnern an einen Höhepunkt von meinem Leben. Da habe ich eine sehr schwere und grosse Rolle gespielt. Und ich hatte sogar auch gute Kritik damals von Herrn Bösch. Aber das war ein Gamüs, ein sehr trauriges Stück. Und dann bin ich einmal im Pfauen hineingekommen und dann war der grosse Tisch, der Schauspielertisch, und es waren voller Leute und der Ettore ist da gesessen und hat einfach mit strahlendem Gesicht gesagt, Jesus, Susi, bist du schlecht gewesen. Und haben Sie das denn als Kritik angenommen? Das habe ich einfach, ich habe es vielleicht nicht als Kritik angenommen, aber ich habe es vom Ettore angenommen. Das von mir hat gar nichts gemacht. Ich habe es einfach schön gefunden. Wie ist das mit ihm zusammen zu arbeiten? Was haben wir geschafft? Wir haben im Zentraltheater Gaslicht. Jawohl. Am Fernsehen Gaslicht. Und am Fernsehen vor allem? Am Fernsehen vor allem Meldet O'Neill, ja. Verheiratet. Ja. Das haben wir zusammen gemacht. Da habe ich so eine Dame von. Ja, der Halbwelt gespielt, ja. Und der Ettore hat also die ganz großartige Idee gehabt. Das ist also ist eigentlich die einzige gute Szene in dem Stück gewesen. Und also so dramatische Szene. Und er hat also gefunden, das müsse so aussehen, wie wenn die Frau die ganze Zeit Blut rumläuft. Und dann hat er gefunden, er würde mich einfach immer nur bis da, man würde mich ja nur bis da sehen, das mache ich nicht, und ich soll doch einfach da Blut rumlaufen. Und da habe ich ungeheure Kämpfe mit ihm um einen Unterrock und einen Morgenrock. Und das hat er einfach gar nicht wollen. Ich sagte, tu doch nicht so dumm, und man sieht mich ja dann nur bis da. Aber ich habe dann, also da habe ich dann den Sieg davon getragen. Ja, mit Recht. Ja, mit Recht. Der Walter Roder hat vorher gesagt, er hat direkt Angst gehabt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, der Roder war etwas anderes gewesen. Natürlich hat er Angst gehabt, weil der Roder war ein festgefahrener Typ, den wir zusammen geschafft haben. Ich habe ihm übersetzt, das Ei von Marceau Löff. Und das war absolut eine hundertprozentige Rolle für ihn. Aber am Schluss ist er natürlich in der Entwicklung des Stücks, steht er als Säuhund da. Als ganzen miesen Brocken. Sagt er so, jetzt bin ich im Mai und jetzt sollen die anderen mal drunter. Und das hat er natürlich nicht spielen. Er hat immer gesagt, könntest du nicht das umändern? Weißt du, mein Publikum will mich natürlich. Er will Happy End haben. Und das ist in dem Stück nicht drin. Das ist ja von einem Faschist geschrieben und soll auch so wirken. Darum hat er gesagt, ja. Er hat dann einfach nein. Ich gesagt, nein. Und ich habe ihn nämlich während der Vorstellung noch kontrollieren, weil ich immer gemerkt habe, er hat mit jedem Satz versucht, ein bisschen netter zu werden. Da haben wir dann nach zwei Vorstellungen müssen sagen, Roderer, ich bin dann drin. Pass dann auf, gell? Sie selber haben ja als Schauspieler auch bestimmte Linien gehabt. Ja. Und ich glaube, da hatten wir ein ganz klassisches Beispiel. Ich glaube, das ist auch auf Ihren Wunsch ausgesucht worden. Aus dem Film Bäckerei Zürich. Zürich haben wir also eine fulminante Szene. Von Kurt Früher. Ja. Ja. Verlieren. Eine schöne Vase. Ist eine Kunst. Früher, junge Burschen, sie bringen Blumen, sonst stecken in Blumenvase rein. Jetzt sie bringen Vase, sonst stecken unter Blumen unter. So. Sie wollen der Kirate meine Tochter. Ja, verdienen Sie genug zum Grund eine Familie? Ich finde schon eine Stelle. Vielleicht in der Genossenschaftsbäckerei oder? Genossenschaftsbäckerei, warum Sie nicht arbeiten bei Ihrem Vater? Ist ja doch keine gute Lade, der Bäckereishurer. Ich wollte jetzt halt auf eigenen Füßen stehen. Ah, guarda, das da Gioventù. Will auf eigenen Füßen stehen, sind Sie da, Mama? Und frage, wann Kind wir geboren? Come? Hier immer meine, eine Mutter merken nicht. Misericordia, ma è vero, parla! Mi dicevi sempre, lasciala andare, ora hai visto! Parla! Lasciala! Adesso è troppo tardi! Jetzt bin ich mir in China gehen, wo nicht als Ciclismo, velo fahren in Kopf!
Mascalzone, se ne finisce, se ne ti pianto un ceffone! Studergina Gern. Ma cosa vuoi che dica? Finitela! Warum du von die Heime fort? Und der Vater ist er. Er will nicht, dass ich Gina heirate. Ah, der Vater will nicht, dass du der Gina heirate. Ist ihm zu wenig der Tochter von einem Maroni-Brater. Ist ihm zu wenig den Feinherrsführer. Ma quel signore, adesso lo mettiamo a posto noi, eh? Tu mein Cugino va a prendere un fiasco di Chianti. E poi taglia del salame. Jetzt sitze mir alle zusammen und fira farlobig sofort. Ma come, Renzo? Io non voglio che mia figlia... Tu taci e va a fare quello che ti dico. Vieni. Tu mi saga tu un papà. Io ci credo a questo ragazzo. A te sai che carattere. Poteva anche svegnarsela, no? Poteva andarsene non venire più. Poi, e perché la furga trozzini fine air. Und wenn einmal de bambini da sind, dann sind i velo mucca fra flüga wald. Gina, Gina, va bene, va bene. E was ist? Sind wir doch jetzt lustig? Per la miseria, ist da doch keine Beerdigung? Ist da doch keine Verlobung, offrisch du's? Herr Celler, was empfinden Sie, wenn Sie das jetzt sehen? Ich finde es immer noch schön. Ich finde vor allem den Text schön, den der Früher kreiert hat. Mhm. Er hat natürlich, der Früher hat mich gekannt. Und er hat mich auch vor dem Film schon gefragt, würdest du mir so eine Rolle spielen? Und beim Früher habe ich ja gesagt, weil ich gewusst habe, wenn er so etwas macht, er hat ja 20 Jahre schon seither hat er das Italiener-Problem in dem Film zeigt, wo man noch nicht einmal davon geredet hat. Ist denn das Italiener-Problem, wie Sie es ansprechen, nicht irgendwo auch Ihr eigenes Problem? Nein. Sie sind ja Italiener. Ich bin Zürcher Stadtbürger. Aber durch und durch Italiener. Aber ich bin von italienischen Eltern geboren. Und da ich da geboren bin und aufgewachsen, kann ich alle Leute täuschen mit meinem Schweizerdeutsch. Sie sind immer beleidigt, wenn ich ihnen erklären muss, dass ich nicht Tessiner bin, sondern Zürcher Stadtbürger. Das glauben sie dann nicht nach dem Namen. Dann sagen sie aber den Namen, sagen nein, der Name stammt aus dem Süden von Italien. Der hat gar nichts mit dem zu tun, schon gleich, wie man heisst. Und dann sind sie wieder zufrieden, aber sie sind ein bisschen verschnupft, dass man dann Ausländer ist. Aber das macht nichts. Es haftet Ihnen so ein bisschen das Klischee von einem Italiener an, vom Südländer. Und da gibt es Kritiker, ich habe das aufgeschrieben, zum Beispiel heisst es also in einem, da wird geredet von vulkanischem Draufgängertum und dann heisst es im anderen ein fulminanter Feuerteufel und ein schmetterndes, unberechenbar explosives Temperament. Das sind aber alles doch Attribute, wo man speziell das Südländer... Ja, anhängt, so Klischee. Ja. Kuhschweizer. Die Klischee. In Deutschland hat eine Kritikerin geschrieben, er trägt drei Monokel, ich habe nur immer zwei, eins für die Ferne, eins für die Nähe. Er trägt drei Monokel, ist der Sohn einer sizilianischen Bäuerin und eines Generals. Die arme Seele ist nicht mehr daraus gekommen. Ich habe ihr erzählt von einem Drehbuch von Pirandello. Und da ist eine sizilianische Bäuerin drin vorgekommen. Und ich habe ihr gesagt, dass ein Urgroßvater von uns General war. Das hat die alles durcheinandergebracht mit den drei Monokeln. Darum sage ich Kritik. Es ist doch lustig, so etwas zu lesen. Denken Sie, wenn ich daheim hocke, z'Abend und lese das fulminant und vulkan. Da kann ich doch nur lachen, ist doch lustig. Schon einen heiteren Abend. Aber ich meine, man hat Sie doch damit sehr abgestempelt. Ja, leider. Haben Sie noch andere Rollen gespielt, außer denen doch immer sehr ähnlichen? Ich bin schon ein bisschen unvorsichtig, wahrscheinlich, wenn ich sage, es ist in gewissem Maß vielleicht eine Selbstdarstellung gewesen. Nicht einmal, nein. Ich habe 20 Jahre im Schauspielhaus Kunterbuntes gespielt. Götz von Berlichingen habe ich mitgemacht. Da habe ich, was habe ich da, Pfink ermordet? Das weiß ich nicht. Da habe ich Pfink ermordet durch ein Gitter durch, ich weiß nicht. Dann habe ich, und der Verräter, der Quisling im Mond ging unter, haben wir gespielt. Ich habe bin wahrscheinlich auch mal noch so ein Offizier gespielt, der immer gesagt hat, man muss an der Zigarette sehen, dass du ein Mörder bist. Gar keine italienische Typen. Aber es war eine Gefahr in den Schweizer Filmen. Die wollten dann immer eben ein Element, das etwas lustig ist, und dann haben sie immer die Südländer geholt. Auch am Radio hatte ich das Unglück gehabt, mit dem Herrn Nostrano, den ich kreiert habe, haben sie mir nachher nichts anderes mehr gegeben als die Italiener-Typen. Mhm. Sie haben aber auch selber Hörspiel geschrieben? Ja, ich habe selber Hörspiel geschrieben, ja. Da gibt es eins, Briefe aus dem Krieg. Briefe aus dem Krieg geschrieben, ja.
Wie sind Sie da drauf gekommen? Das war in der Schweiz. Ja, wir waren in der Schweiz und wir mussten vom Roten Kreuz sammeln für die deutschen Kinder, die am Verhungern waren. Und wir haben da in der Schweiz nur gehört, dass die Schwaben schon wieder in Arosa oben hocken und in Davos in der Grand Hotel und Geld ausgeben. Man hat natürlich das Volk nicht verstanden, dass das die reichen Schwaben sind, die jetzt noch Geld haben im Ausland, dass die denen verhungern. Der Krieg ist ja langsam zu Ende gegangen. Und dann haben sie gesagt, macht etwas am Radio, dass man die Leute ein bisschen aufputschen. Und dann hatte ich die Idee gehabt, mit Brief. Einfach nur eine Familie, eine deutsche Familie, die kommt in ein Bombardement, wird auseinandergerissen, der eine flüchtet dort hin, da hin, aufs Land und weg. Und die schreiben einander Brief und hoffen, dass die Briefe ankommen. Dann habe ich, die Grossmutter hat einen Brief geschrieben, das Mädchen hat einen Brief geschrieben, die Mutter hat geschrieben. Nachher kam der Brief, wo der Vater gefallen ist im Krieg. Und so. Und am Schluss geht es in die Schweiz. Und da ist dann, das Kind wird dann aufgenommen und kommt da in die Pflege und erholt sich wieder. Und das habe ich alles nur in Form von Briefstimmen gemacht. Das war damals eine Sensation am Radio. Es hat plötzlich geheißen in der Zeitung, eine neue Radioform. Damals. Ja, damals, das wird mich jetzt gerade zu unserem nächsten Gast bringen. Wir haben Ihnen einen Überraschungsgast eingeladen, wo Sie ja noch nicht wissen, wer das ist. Logisch, wenn es eine Überraschung ist. Mhm. Und Sie sagen ehrlich, Sie wissen es nicht, oder? Nein, ich weiß es nicht. Und ich weiß mit Sicherheit, glaube ich, zu wissen, mit Sicherheit, dass der Gast für Sie sehr großen Einfluss gehabt hat. Und zwischen Ihnen besteht wahrscheinlich so eine Art, ja, wenn man sagen, Hassliebe. Haben Sie eine Ahnung, wer das könnte sein? Nein. Dann darf ich den Gast vielleicht reinbitten. Bitte. Ah! Verstehe ich. Aber das ist ein Hassliebe. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Das ist der Dr. Guido Frey. Und Sie kennen sich also jetzt. Du hast dir natürlich einen prominenteren Gast vorgestellt. Nein, gar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, wer kommt. Die Überraschung soll ja da sein, als Überraschung. Weißt du übrigens, dass wir jetzt schon gegen eine Weisung vom Altprogrammdirektor frei verstoßen? Wir dürfen uns doch eigentlich nicht duzen in der Sendung. Aber es wäre absurd. In dieser Sendung dürfen wir schon als Gast. Und ich sehe jetzt erst, wie absurd eigentlich die Weisung ist. Wie absurd das ist. Wenn man muss... Hoffentlich das nicht umgehört jetzt. Er ist ein Kollege, ein ganz früher Kollege vom Radio, der Guido Frey, von mir. 1946. Aber Sie haben ja... Schon? Ja, ja. Wir kennen uns jetzt 35 Jahre etwa. Vom Radio, also seit dem Radio her. Ja. Sie haben ja auch im Radio, darf man sagen, gleich angefangen als Sprecher. Nein, ich habe zuerst die Visa-Liste geschrieben. ich musste alle die Schallplatten, die man gespielt hat, die habe ich müssen da auf die Visa-Liste schreiben. Und so habe ich angefangen am Radio. Mich hat dort mal der du Herr Job... Du hast Doktor gemacht? Ja, aber erst ein bisschen später, ja. Aber der Herr Job, der Direktor, hat mich dann geholt und hat gesagt, ich hätte so gerne gesprochen. Da. Ja. Er hat gesagt, wisst ihr, frei vor das Mikrofon, wir sind natürlich nicht. Wir können nur Leute brauchen, die eine Ausbildung haben. Und eine Woche später habe ich schon meine erste Ansage gemacht. Ja, die Ausbildung ist eben eine Woche gegangen. Und Sie haben dann, das ist heute nicht mehr so. Das ist heute nicht mehr so, nein. Heute redet es viel früher. Sie haben dann, nachdem Sie die Visa-Liste geschrieben haben und nachdem Sie angefangen haben im Radio, literarische Sendungen betreut. Ja, ich habe dann die literarischen Sendungen betreut. Ist das denn der erste Kontakt mit dem Herrn Cella gewesen? Nein, das ist schon vorher. Ich habe dann sehr gleich dürfen, die Regie machen von dieser wundervollen Sendung «Jahrmarkt der Zeit», die der Albert Rösler kreiert hat. Eine von den echten, schönen Radiosendungen, die sich natürlich nicht mehr viel daran erinnert. Und doch, du wirst lachen. Es erinnern sich die Leute daran, sobald sie die Melodie hören. Vom Signet. Vom Signet. Ja, das glaube ich. Ja. Und ich meine, dort hast du natürlich. Das Leben geht im Kreis herum mit Heirasound. Mit Heirasound. Genau. Ja. Dann erinnern sich die älteren Semester, wenn man so sagt. Ja. Und dort hast du natürlich mitgemacht. Ja, das ist mir. Und dann nachher eben sind die literarischen Sendungen, die ich dann anfangen zu betreuen. Und dort, glaube ich, hat es dann so eine Zeit gegeben, wo du mir am
vielleicht manchmal ein bisschen böse warst. Ja, ja, weil er mir die Literatur nicht zugetraut hat. Ja. Ja, nicht, aus welchem Grund? Ja, nein, es ist so, als junger Mitarbeiter habe ich natürlich gefunden, wie das immer etwa der Fall ist, ich muss jetzt das Radio noch mal neu erfinden. Und dann habe ich meinen ganzen Ehrgeiz reingelegt, so bei den literarischen Sendungen, dann so die grossen Koryphäen vom Schauspielhaus zu holen, so der, als Sprecher, Horwitz, Ginsberg, Wöster, Quadflieg, Becker und so weiter. Und früher haben eben doch andere die Texte gesprochen. Nein, es war auch so, dass früher hat man die Leute vom Schauspielhaus nicht geholt, weil die ja fest im Engagement waren mit Verträgen und haben verdient. Und wir haben eine Masse, oder nicht eine Masse, aber wir haben doch ziemlich viele Schauspieler gehabt, die aus Deutschland heimgekommen sind, die da beschäftigungslos waren und die mussten beschäftigen. Und da hat das Radio sich zur Pflicht gemacht, vor allem die Leute zu beschäftigen. Und dann war es auch das gewesen. Ich habe natürlich in sämtlichen Dialektsendungen mitgemacht und so. Und dann, heute begriff ich deine Scheu damals, dass man sagt, ja, jetzt hat er gestern Morgen schon Dialekt geredet und geschnarrt und das gemacht. Jetzt kann er nicht schon wieder in einer literarischen Sendung. Man tut einen gewissen Abstand wahr als Regisseur. Da hat man absolut, das ist schon richtig. Und als Schauspieler versteht man das natürlich nicht. Denn wenn er mich nicht nimmt, mag er mich nicht. Aber look, das glaube ich, das zeugt eben von deinem künstlerischen Sinn. Das habe ich immer gewusst, dass du neunmal bist ein bisschen böse gewesen, aber hast es irgendwo verstanden. Und die 80 Franken hat man doch gebraucht. Ja, natürlich. Ist das heute nicht mehr so? Heute ist es nicht mehr so. Nein, heute nimmt man keine Rücksicht mehr. Ich meine, es haben ja alle genug Arbeit, es gibt niemanden, der verhungert. Dort war es schwer gewesen manchmal. Da kann Susi ein Liedli erzählen auch. Die hat ja auch mitgemacht. Und man hat also Deutsche nicht ans Radio geholt. Außer eben in literarischen Sendungen. Und sonst hat man es nicht geholt. Sonst hat man, ja, nicht, das ist ja so. Gerade nach dem Krieg hat man in gewissen Sendungen wahnsinnig müssen aufpassen, dass die Sprecher nicht zu Deutsch geredet haben. Ja, ja. Wir haben damals noch viele Briefe bekommen, Protestbriefe, wo es geheißen hat, was ist das für ein Sprecher, der redet viel zu Deutsch. Man muss sich mal vorstellen, unsere Genfer Kollegen hätten je so Briefe bekommen, euer Sprecher redet zu Französisch. Nicht wahr? Aber das ist damals halt wegen dem Krieg. Das war ja klar gewesen damals. Und hat sich heute doch sehr verloren. Das hat nicht. Vollkommen. Apropos Deutsch. Sie haben ja auch amix Ausflug gemacht nach Deutschland. Ja. Und da haben wir eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet. Sie haben dort einmal etwas inszeniert fürs Fernsehen, was eher ungewöhnlich war. Und das ist jetzt ein Ausflug, den wir Ihnen zeigen, aus dem Pariser Leben von Jacques Offenbach. Frankfurt. Ja, Frankfurt. Thank you.
Halten Sie das heute noch? Das ist, ja, das ist gut. Ich muss sagen, da habe ich die Fernsehübertragung gemacht. Die Inszenierung war von Jean-Louis Barrault. Ah ja. Ja, und der hat aus Paris gerade der Solist, der Solo, Gang-Gang-Tänzer. Das war ganz ein sensationeller Tänzer. Und als wir geprobt haben, hat er gesagt, «Chéla, je le fais une fois, mais pas plus, hein?» Habe ich gesagt, gut. Dann gehen sie einfach um und sagen, «Pirouette, Pirouette, Spagat, 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 Spagat.» Dann weiss der Kameramann, was sie da machen, wie breit er muss sein. Und dann, bei der Aufnahme, machen sie es dann einmal. Und er hat es einmal gemacht. Und es war schon eine Sensationsleistung von dem Tänzer, dass er das angebracht hat. Sie haben, glaube ich, als einer der Ersten überhaupt Oper ins Fernsehen gebracht. Haben Sie in der Schweiz da auch Chancen gehabt dazu? Die Schweiz hat Chancen gegeben. Ich habe da angefangen mit... In Deutschland hat man 2-3 Opern gebracht und dann hat man gesagt, Oper ist nichts fürs Fernsehen. Das ist furchtbar, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, aber das ist etwas fürs Fernsehen. Dann habe ich vom Suttermeister die Schwarze Spinne gemacht. Als erste Playback-Oper, weil man das ja mit den Live-Apparaturen nicht hat gewagt. Und ich habe es vom Film gekannt und habe das als Playback-Oper gestaltet im Studio in Bellerive. Herr Frey, was haben Sie da dazu gesagt zu dieser Zeit? Ich bin noch nicht da gewesen, aber hingegen erinnere ich mich an die berühmte Übernahme mit den wahnsinnigen Schwierigkeiten, die man dort vom Otello. Ja, vom Otello im Opera. Wo man bis im letzten Minute. Zwei Minuten vor 8 ist er dann schwitzend, bleich zum Büro rausgewankt und hat gesagt, wir haben die Bewilligung, ihr könnt es aufnehmen. Ist das nicht wahnsinnig schwierig, das im Fernsehen wiederzubringen, wiederzugeben? August ist natürlich schon ein Problem. Nein, es ist, eben, wenn man Playback machen kann, ist es kein Problem. Das Problem war es, so ohne Probe den Otello zu übernehmen, wo wir dann durchgekämpft haben. Und es war schwierig, weil ich habe schon gewusst, ungefähr, ich habe das Stück gekämpft, ich habe die Regie vom Graf gewusst, aber ohne Probe. Du hast nicht können proben. Ich habe nicht können, haben wir keine Proben bekommen. Ich meine, du kannst das jetzt nicht sagen. Das muss ich jetzt sagen. Ja. Das ist eine ganz grossartige Leistung von dir. Ich habe die Übertragung heute noch in Erinnerung. Wir haben sie dann müssen notariell löschen, du weißt. Ja. Notariell mit einem Notar, der daneben gestanden ist, haben wir die Sache wieder löschen aus urheberrechtlichen Gründen, damit sie ja nicht wiederholt worden ist. Schade, hätten wir heute einen Ausschnitt sagen. Nicht nur. Ja. 6 Wochen nach der Sendung da. Ist New York gekommen und hat gesagt, wir möchten die Übernahme haben, weil der McGregor, ein Amerikaner, drin gesungen hat. Mhm. Wir möchten die Übernahme haben, dann haben wir sagen, wir haben sie gelöscht. Das war ja lustig. Der Notar ist da gesessen, dann hat er gesagt, bitte löschen, laufen lassen. Und jetzt hat er immer so rumgeschaut und hat gesagt, ja, und jetzt sage ich, jetzt wird sie gelöscht. Sagt er, ja, sieht man nichts? Sage ich, nein. Man hätte das eigentlich nicht schon. Es ärgert mich heute noch. Ja, mich auch. Herr Frey, haben Sie das Gefühl, Sie haben Herr Cella alle Chancen eingeräumt in der Zeit, wo Sie Fernsehdirektor waren? Ja, ich glaube, wir haben halt gerade auf dem dramatischen Gebiet haben wir ja eigentlich immer grosse Schwierigkeiten gehabt. Entweder sind gute Leute gegangen, wie der Reinhold. Oder andere haben dann nicht reüssiert. Und dann war der Ettore Cella eigentlich immer so die Säule gewesen. Oder der Stürmer, der das Schiff einfach immer weiter geschleift hat. Und ich glaube, ich würde sagen, du hast doch eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Ja, man hat Möglichkeiten ausgeschöpft, die man hat. Aber eben, wenn er dann kam und gesagt hat, es ist kein Geld da, ich habe es das war halt limitiert. Am Anfang. Zuerst hat er gesagt, ich muss jetzt mal die Information aufbauen. Jetzt gibt es 2 Jahre kein Fernsehspiel. Schau, was du machen kannst. Dann hat man halt Theaterübertragungen gemacht und hat alles versucht zu machen. Ich habe an das Medium geglaubt und bin einfach dabei geblieben, wegen dem, weil ich daran geglaubt habe. Glauben Sie heute noch daran? Ich glaube heute noch daran. Ich glaube heute noch daran. Und die Verfluchung der Medien ist falsch. Es sind ja Leute, die das machen. Das Medium kann nicht. Das Medium ist nicht der Teufel ist die, was machen eventuell, falls es stimmt. Man muss natürlich auch noch darauf hinweisen, du hast auch noch anders gemacht. Das ist ja eines Tolle. Es ist dir nie etwas zu wenig gewesen. Nein. Ich erinnere zum Beispiel an deine ganze Tätigkeit im Bundeshaus.
Das darf man nicht sagen. Nein, Regie, hast du den Namen? Aber, da kommt mir noch etwas in den Sinn. Apropos Bundeshaus, Sie sind ja wirklich sehr vielseitig. Und es gibt auch etwas, was ich außergewöhnlich finde, schon eine Idee zu haben. Sie haben einmal einen Kurs gegeben für Bundesräte. Was nein, ist das nein, genau? Nein. Das hat er jetzt immer gemeint vorhin. Ich habe keinen Kurs gegeben. Ich habe mich bemüht, einzelne gewisse Tipps zu geben. In dem Alter kann man nicht mehr Kurs geben. Hat mir mal ein Bundesrat gesagt, ja, wissen Sie, meine Sprache will ich nicht verlieren. Ich habe keine Angst, die verlieren Sie nicht mehr. Aber ich meine... Nein, ich habe Kurs gegeben, zum Beispiel Regierungsräte oder Parteien, die mich eingeladen haben, ich soll einen Kurs geben für ihre neuen Kandidaten. Die müssen jetzt dann vor das Fernsehen kommen. Und der eine Tipp halt, den mache ich immer so. Also, den mache ich immer so. Und sagen Sie es doch. Ja, und dann haben sie es gesagt. Und dann haben ihn aufgenommen und gezeigt. Und dann haben wir gesehen, dass er fünfmal so macht. Habe ich gar nicht mehr müssen sagen. Sagt er so, warum mache ich auch immer so? Dann hat es einen anderen gehabt, der hat nach jedem dritten Satz gesagt, wissen Sie, ja, dann hat er ihn aufgenommen, um es zu zeigen, sagt er, dass mir das kein Mensch gesagt hat, dass ich immer sage. Das sind immer das. Also, man hat die Wirkung schon gemerkt das nachher. Das sind Kurs. Man hat es gemerkt. Ja. An gewisse Leute haben es gemerkt. Sicher, unbedingt. Gewisse Leute haben Fortschritte gemacht, ja. Wollten Sie Namen nennen? Oder und es ist ja keine Chance zu lehren, nein, für den Bundesrat nicht. Nein, aber das macht sicher nicht. Nicht. Nein. Ich habe da immer Presse rausgehauen, wenn ich das gemacht habe, im Fernsehstudio, im Bundeshaus. Mhm. Wir haben dort irrsinnige Situationen erlebt. Das Studio war ja ganz tief. Und da hat es manchmal, dort habe ich Regie führen, wo der Hase wütig wurde, der Direktor Hase ist wütig geworden und hat gesagt, also jetzt muss ein richtiger Regisseur ran und das mal in die Hände. Bin ich angegangen, habe es gemacht. Dann hat man, dort hat man ein Tischli mit zwei Tagesschausprechern. Da hat man eine Runde mit fünf Sprechern. Dort hat man das Militär gehabt, die auch eine Aussage hat müssen machen. Und da, und der eine, zuerst ist der Militarist dran, dann ist dort durchgegangen. Und die Kameras sind an der Wand gestanden, die haben nicht mehr weiter hinterher können. Und der kommt und sagt, wenn ich dann fertig bin, muss ich auf die Bahn. Sag ich, ja, Herr Oberst, aber Sie dürfen mir ja nicht vor der Kamera durchlaufen. Und dann hat es geheißen, der Oberst ist fertig, Schnitt, Tagesschau, los! Und jetzt war die Kamera da gewesen, und auf einmal sehe ich, wie die anderen dort hinten sich den Bauch verlachen. Da ist der Oberst auf den Knien. Das sind Episoden, die schon vergessen sind. Wir müssen noch schnell auf eine andere Episode kommen, weil die Zeit leider schon wieder drängt. Ja. Sie haben sehr interessante Begegnungen gehabt, wenn wir jetzt noch ausholen wollen, wird es viel zu lang gehen. Aber eine war ganz wesentlich gewesen, und das war, wo Sie dem Bert Brecht begegnet sind. Ja, der Bert Brecht, das ist... ja, vielleicht auch so eine Hassliebe gewesen. Weil er war Kommunist gewesen. Ich habe nicht verstanden, dass er so reiner Theoretiker, Kommunist sein kann. Aber nachher habe ich erfahren, dass er gar nicht in der Partei ist. Er war ein ideeller Kommunist gewesen. Und er ist immer zu meinen Eltern in die Wirtschaft gekommen, weil die haben das Restaurante Cooperativo geführt, ein sozialdemokratisches italienisches Genossenschaftsrestaurant. Und da hat es der Marx ist da gehangen, der Matteotti ist da gehangen, der Brampolini ist gehangen, der Modigliani. Also alles antifaschistische Grössen oder Opfer oder Ideologen. Und da hat er sich wohl gefühlt. Und dann habe ich ihn durch den Kaspar Neher, habe ich ihn ja näher kennengelernt. Und dann habe ich ihm auch immer müssen italienische Texte übersetzen, er hat nicht Italienisch können. Und dann sind wir mal drauf gekommen, dass er gesagt hat, es ist schade, Italien ist ein Land, die würden meine drei großen Opern sicher gut verstehen. Dann habe ich gesagt, ja, haben sie auch verstanden. Das heißt, es ist doch nie gespielt worden, sage ich doch, unter dem Faschismus. Unter dem Faschismus ist ihre drei großen Opern unter dem Titel La Veglia dei Lestofanti. Die Nachtwache der Diebe ist der Titel umgeändert worden. Und sie ist gelaufen und sie haben es italienisch gesungen. Sie haben nur durch die faschistische Zensur nie eine öffentliche Vorstellung machen, aber sie haben Generalproben gespielt. In der ganzen Stadt, wo die Truppe durch ist, von Lamberto Picasso, das war der Hauptdarsteller, haben sie das gemacht. Und dann hat er gesagt, ich möchte so gern hören, wie das tönt. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Brecht, Sie können das hören. Ich habe hier eine alte Grammophonplatte, wo der Klemperer dirigiert, also ganz ein weltberühmter Dirigent. Und ich singe Ihnen jetzt mal eine Strophe vor, und zwar die erste Strophe aus dem Mackie-Song. Ja, wunderbar. Ja. Soll ich Ihnen das vorsingen? Sehr gerne. Wir haben natürlich rein zufällig jetzt die Platte hier. Rein aber zufällig. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie es wirklich machen würden. Gut, dann mache ich Ihnen das. Sehr schön.
Also? Gedämmt ja auf besche Kane, er ciascun li fa veder, e me chi lui c'ha il coltello, ma chi mai lo può saper. Ma chi mai lo può sapere? Und dann hat der Brecht gesagt: Und dann hat der Brecht gesagt, das tönt ja wie Puccini. Habe ich gesagt: Ja, nur die Musik ist anders. Und jetzt noch der Kanonensong, auch italienisch. Johnny dei nostri e Jimmy anche c'è e Giorgio l'ha fatto sergente, ma l'armata cosa importa di me, di te, via in marcia verso il sud allegramente. Bei soldatoni e gran canoni dal capo a Kacpehar se ne incontravano, non ne lasciavano vivo neanche uno, bianco di color bruno, tagliavano tutti a fette quei pezzenti fellon. Grazie, no? Es ist so schnell gegangen. Ich glaube jetzt, dass wir Sie noch besser kennengelernt haben. Ich muss mich leider schon von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und auch ganz herzlichen Dank zu Susanne Draxler und dem Herrn Guido Frey für Ihr Mitmachen.